Wann immer ich in Spitzbergen war, habe ich ein tiefes Gefühl der Verbundenheit mit dieser eisigen Welt verspürt. So, als läge dort mein Ursprung. Daher ist es mir jetzt der wichtigste Wunsch vor meinem Tod, nach diesem an den Ort des Ursprungs zurückzukehren und dort für immer bleiben zu dürfen. Die erste Reaktion war, wie kann man sich selbst so wichtig nehmen, dass man andere Leute auf so eine Tour schickt. Ich bin mir sicher, dass wir einen sehen und ansonsten ist einer irgendwo in der Nähe. Ich habe so ein bisschen diesen Konflikt. Ja, aber der Konflikt, ja, die Verantwortung spüre, nein, seinen Wunsch umzusetzen. Das hätte man schon mal in Deutschland erledigen müssen, diese Frage. Also ich finde das sehr seltsam, wenn wir das jetzt nicht machen, nur weil wir keinen Eisbären sehen und die ohne wieder mitnehmen, die Asche wieder mitnehmen. Also das finde ich, das wird mir total widerstreben. Es ist schwieriger, jemanden gehen zu lassen, wenn noch so viele Fragen offen sind? Viel schwieriger. Zumal der Zeit bestanden hätte, diese Fragen zu erörtern. Das ist ja jetzt kein plötzlicher Tod gewesen, sondern er wusste es ja.